Lootbox Nummer 2 ist hier, Freunde. Aber Hausi, hast du denn nicht gesagt, dass alle 4 Wochen eine Lootbox kommt? Ja, das ist völlig richtig. Das liegt aber nicht daran, dass diese Lootbox zu früh kam oder dass die andere Lootbox zu spät kam. Nein, es liegt daran, dass ich die Box 3 Wochen bei mir liegen hatte, bis ich sie aufgemacht habe. Jetzt könnte ich mit dieser Box natürlich auch 3 Wochen warten. So hätten wir unseren 4-Wochen-Rhythmus. Allerdings weiß ich nicht, ob die Sachen, die da drin sind, ja vielleicht sogar so ein bisschen saisonal sind. Also sprich, dass an Weihnachten vielleicht irgendwas Weihnachtliches da drin ist und ich mache sie dann im Januar auf. Ist ja auch Quatsch. Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, wir machen diese Box jetzt einfach auf. Diese Box ist jetzt gerade gekommen, also die ist jetzt aktuell, die ist jetzt gekommen, die mache ich jetzt auf. So sind wir wieder in unserem Rhythmus und die nächste Box kommt dann wirklich erst in 4 Wochen. Dies halte ich persönlich für die beste Lösung. Was kann ich zum Paket sagen? Es ist schwerer als das letzte. Würde ich behaupten, so rein vom Gefühl her. Steht da sogar drauf. Ja. 200 Gramm schwerer und ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, es hört sich an, als wäre da irgendeine Flüssigkeit drin. Ja, da ist irgendwas Flüssiges drin, vielleicht irgendein Getränk. Nuka-Cola. Gott, wie geil wäre das? Noch ein kurzes Nachwort zur letzten Box. Für die Leute, die es in meiner Insta-Story nicht gesehen haben, das T-Shirt, das dabei war, hat gepasst. Und ja, es war ein T-Shirt, kein Bettlaken. Traurig, aber wahr. Auf jeden Fall schönes T-Shirt, hat gepasst, hat mich sehr gefreut. Mal schauen, ich denke, dass auch diesmal wieder was zum Anziehen drin ist. Und was ich auch noch erwähnen wollte, das kleine Heftchen, was da drin ist, da stehen die Marktwerte der einzelnen Produkte auch drin. Also sprich, wir können jetzt dann auch nachschauen, was die Box wirklich wert ist. Dazu kommen wir aber später. Ich würde sagen, legen wir los. Einen wunderschönen und willkommen zum neuen Mystery Box Opening. Kiste Nummer 2, wer Kiste Nummer 1 nicht gesehen hat, ich blende hier oben den Link ein, da kommt ihr zum Video von der ersten Box. Wir machen die jetzt gemeinsam auf, die wird anders aufgemacht als die alte. Warum denn das? Die alte wurde so geöffnet und die wird jetzt so geöffnet. Keine Ahnung, sowas fällt mir auf. Unboxing Messer. Wie immer extrem spektakulär. Ich bin sehr froh, dass ich dieses Messer habe. Und als allererstes haben wir dann hier oben unser T-Shirt in der gleichen Größe wie letztes Mal. Also ich nehme mal stark an, es wird auch passen und es ist, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich pack's mal aus. Oh mein Gott, wie geil ist denn das, Leute? Wer das jetzt nicht erkennt, kann gleich abschalten. Final Fantasy 7. Ja, hat sich gelohnt. Kiste hat sich gelohnt. Würde ich 25 Euro für ausgeben für das T-Shirt. Man muss aber auch wissen, ich liebe Final Fantasy und vor allem Final Fantasy 7. Perfekt. Oberhammer. Freut mich richtig. Richtig. Was haben wir da als nächstes drin? Was ist das hier? Eine Transformers. Irgendeine Transformer. Oh, ich brauche mein Unboxing-Messer nochmal. Ja, tatsächlich irgendeine Figur. Ich weiß nicht. Irgendein Transformer. Ich mag die Transformers nicht. Also so gar nicht. Find die Filme blöd. Tut mir leid, wenn ich da jetzt irgendjemand vom Kopf stoß. Ist nicht meins. Nicht mein Filmuniversum. Kann mit der Figur jetzt auch nichts anfangen. Weiß nicht, wer das ist. Ja, keine Ahnung. Haben halt eine Figur. Wisst ihr, was wir machen könnten? Am Ende, wenn wir alle Boxen aufgemacht haben, das Zeug, was ich nicht, womit ich persönlich nichts anfangen kann, könnte ich verlosen. Das wäre eine Idee. Da quatschen wir nochmal, wenn es mal soweit ist. Ne? Ich meine, jetzt sind wir ja dem kleinen Dings hier eine Verlosung. Da müsste man dann schon ein paar Artikel zusammen haben. Steht das vielleicht drauf, wer das ist? Megatron. Ach ja, der gute alte Megatron. Tronny, sage ich immer zu ihm. Klingt wie Ronny. Naja, die Box ist ja nicht nur für mich. Und es gibt ja Leute, die mögen die Transformers. Und das sind nicht wenige. Ob die jetzt natürlich mit so einer kleinen Figur was anfangen können, ich weiß es nicht.
So, jetzt wissen wir auch gleich, warum das Paket hier so rumgeschwabbelt hat. Ein Energy Drink ist dran. Ein Race Drink Tutti Frutti von Hot Wheels. Ja, werde ich trinken, werde ich probieren. Kann ich jetzt so spontan nichts zu sagen, der ist bumswarm. Also ich will den jetzt nicht so warm probieren. Ich werde den dann mal in den Kühlschrank hauen und dann testen wir den mal. Aber ich kenne wenig schlechte Energy Drinks, wird schon passen, ne? So, als nächstes haben wir Stifte. Akte X Stifte. The truth is out there. I want to believe. Trust no one. That's why they put the I in FBI. Aha. Ja, es sind einfach Bleistifte, ne? Akte X mochte ich. Sehr sogar. Die Wahrheit ist irgendwo da draußen. The truth is out there. Ja, keine Ahnung. Bleistifte. Bleistifte kann man immer brauchen, ob die jetzt von Akte X sein müssen. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Digga. Also, weiß ich nicht, muss das? Nee, muss nicht. Aber es ist dabei, ne? So, dann kommen wir zum nächsten. Das sieht interessant aus. Und zwar ein Marvel Badetuch. Velourtuch, 100% Baumwolle. Steht da jetzt einfach Marvel drauf. Das wäre ja gar nicht so uncool, oder? Ja, das kriege ich jetzt nicht ganz ins Bild, aber ihr erkennt es, ne? Ein großes 70x140 Badehandtuch, wo Marvel draufsteht. Ja, ich bin jetzt dann bald im Urlaub. Dann nehme ich es nicht mit. Ja, ist hübsch, hübsch, weiß, rot, schaut gut aus. Steht Marvel drauf. Für mich jetzt vielleicht ein bisschen zu klein. Also am Strand werde ich mich jetzt nicht drauflegen. Aber ist okay, finde ich cool. Coole Sache. Und, oh, was sehe ich, Freunde, was sehe ich da? Funko Pop Figur, Arya Stark von Game of Thrones. Sehr, sehr geil. Das freut mich richtig. Ich habe schon sehr viele Game of Thrones Funko Pop Figuren. Arya Stark fehlt mir allerdings. Und Arya Stark mag ich sehr, sehr gerne. War eine meiner Lieblinge der Serie. Schreit nicht, Leute, es schreien wahrscheinlich auch. Ah, macht es einfach auf, dadurch hat es keinen Wert mehr. Ich habe die alle offen. Ich sammel die nicht verpackt. So ein bisschen nach vorne. Seht ihr die? Wird nicht scharf, gell? Wird leider nicht scharf. Vielleicht haust du mal meine Story. Kann ja mal alle meine Funko-Figuren in die Story ballern. Das freut mich, das freut mich sehr sogar. Das freut mich sehr. Diese Box war ihr Geld definitiv wert. Die Box war es fast fürs T-Shirt schon wert. Dann diese Funko-Pop-Figur. Aber auch ein Glück, gell, dass das halt dann auch eine Pop-Figur ist, die ich mag. Also das ist genauso wie das T-Shirt. Super. Echt coole Box. Das freut mich sehr. Jetzt gucken wir hier noch kurz rein. Das ist eben das Heft zur Box. Oh, schaut, da ist noch irgendwas drin. Wieder eine Postkarte, oder? Eine Postkarte von Legend of Zelda, würde ich sagen. Aber warum ist da eine Katze drauf? Fokussier doch. Er fokussiert nicht. Ja, ist eine Postkarte, aber statt... Es steht auch drauf, The Legend of. Hier unten ist auch das Zelda-Logo. Ist aber eine Katze. Und irgendwas Japanisches, kann ich nicht lesen. A Kitty to the Past. Ja, A Link to the Past. Ja, mein Gott, das ist eine Postkarte. Was soll ich mit einer Postkarte? Ich verschicke keine Postkarten, wenn ich vielleicht mal im Urlaub bin. Also nicht mal da. Und selbst dann nehme ich halt eine von da dort, wo die Landschaft drauf ist. Keine Ahnung. Brauche ich nicht. Tut mir leid. Macht aber auch nichts, denn die Box hat sich auch so gelohnt. Ich finde das Badetuch ganz cool. Ich finde die Funko Pop Figur richtig cool und das T-Shirt auch. Das freut mich sehr. Energy Drink werde ich trinken. Bleistifte, mein Gott. Bleistifte, wie gesagt, kannst du immer brauchen, aber... Muss halt nicht von Akte X sein. So, dann haben wir uns unser Loot-Chest-Heft passend zu dieser Box von Marvel. Juli 21, let's loot. Was haben wir denn da jetzt? Ich habe halt immer noch nicht so ganz überrissen, ob wirklich jeder dieselbe Box bekommt. Oh, lustiger Zufall. It Takes Two ist das Featured Game diesmal. Das werde ich demnächst mit einem Kumpel auf Twitch streamen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann könnt ihr gerne auf Twitch ein Follow da lassen. Würde mich sehr freuen. So, dann haben wir jetzt hier genau eben diese Artikel, die wir in unserer Box drin hatten. Da steht dann immer kurz dabei, was es ist. Und drunter steht der Marktwert. Dazu komme ich jetzt gleich. Eine stachelige Frisur und ein riesiges Schwert. Final Fantasy Spieler wissen sofort, wer gemeint ist. Final Cloud. Steht drin 14,95. Finde ich okay. Ja, kann ich mir vorstellen. 14,95 kann gut sein.
Bei der Transformers-Figur steht jetzt zum Beispiel Autobots and Decepticons, heißen die, glaube ich. Sind ja eigentlich ziemlich riesig. Wir haben den Schrumpfstrahler benutzt, damit sie in eine Box passen. Marktpreis 9,95 Euro. Ich kann halt nicht sagen, wo die diese Marktpreise her haben, aber zahlt wirklich jemand für das ein Zehner? Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist halt vielleicht, keine Ahnung, UVP und du kriegst es aber überall für 3, 4 Euro. So kommen halt dann auch diese 25 Euro zustande. Aber wir müssen auch ehrlich sein, ich würde behaupten, wir sind diesmal weit über diesen 25 Euro. Weit drüber. Auch ohne diese Figur. Von dem her ist alles cool. Hier haben wir das Marvel-Handtuch mit dem knallroten Marvel-Standardtuch. Findest du deine Liege oder deinen Platz am Wasser garantiert schneller als Iron Man mit dem Finger schnippen kann? Marktpreis 19,95. Einfach mal den Hammer-Spoiler platziert in der ganzen Geschichte. 19,95, ja, ist 100% Baumwolle, ist ein offizielles, nehme ich jetzt mal stark an, oder? Offiziell lizenziert von Marvel. Würde ich jetzt mal behaupten, genau. Offiziell lizenziert von Marvel. 100% Baumwolle, das kann einen 20 kosten. Das glaube ich gut und gerne. Also absolut gerechtfertigt. Zimmer zusammen mit dem T-Shirt schon bei 35. Ist alles andere spielt jetzt schon keine Rolle mehr. Die Bleistifte 6,95 Euro. Diese Karte ist gratis. Energy Drink auch gratis. Ich weiß nicht warum. Also wenn schon kleine Transformers in der Box sind, dürfen auch Hot Wheels nicht fehlen. Den Drink könnt ihr gemeinsam genießen. Und dann natürlich hier Fun Fact. Jon Snow und Arya Stark sollten in einer ursprünglichen Fassung von A Song of Ice and Fire eine Liebesbeziehung haben. George hat sich dann aber doch anders entschieden. Was? Das wusste ich nicht. Ich habe sehr viel Background-Wissen zu Game of Thrones, eben auch wegen Cinema Strikes Back zum Beispiel. Habe ich mir, habe ich mir World of Westeros alles angeschaut und so. Da kann ich empfehlen, Cinema Strikes Back haben da richtig coole Infos. Auch die Folgenbesprechung zu jeder einzelnen Folge, die habe ich in der letzten Staffel, die letzte Staffel Game of Thrones, die war ja so schlecht. Da habe ich mich mehr auf die Folgenbesprechungen von Cinema Strikes Back gefreut, als auf die eigentlichen Folgen. Lange Rede, kurzer Sinn, Arya Stark. Ach, man hätte auch Jon Snow kriegen können. Und hier, lustig, Jon Snow hätte ich. Also echt Dusel, dass wir da jetzt Arya Stark bekommen haben. Und die ist hier drin gelistet mit 14,94. Glaube ich gut und gerne. Halte ich vielleicht sogar für ein bisschen zu günstig. Also, ich schätze mal, wenn du es so bei Amazon bestellst, müsste ich jetzt nachgucken. Aber kann, also 15 Euro auf jeden Fall. Kann auch ein 20 kosten. Lange Rede, kurzer Sinn, die drei Sachen, die mich interessieren, sind wir bei 50 Euro für eine 25 Euro Box. Dann haben wir noch einen Energy Drink und Bleistifte und irgend so eine blöde Figur. Hat sich gelohnt, diese Box hat sich definitiv gelohnt, hat sich viel mehr gelohnt als die letzte Box und die war schon okay. Allein wegen dieser tollen Pip-Boy-Tasse, über die ich mich immer noch freue. Ich habe immer noch nichts rausgetrunken, aber die ist halt auch nicht zum Trinken. Ne? Die kommt schön in den Schrank. Genau, dann war's das, würde ich sagen. T-Shirt werde ich anprobieren, poste ich dann mal wieder meine Story, wenn ich es anhab, ob es passt oder nicht. Ich denke, es passt, weil die Größen werden die gleichen sein. Die sind nämlich halt auch wirklich von Loot-Chest bedruckt. Steht auch also als Fabrikator Loot-Chest drin. Von dem her wird es passen, egal, ich baller es in meine Story. Und jetzt müssen wir allerdings 4 Wochen warten, bis die nächste Box kommt. Ist ein bisschen schade, lässt sich nicht vermeiden, meine Freunde. Ich bin auch gespannt auf die nächste Box. Könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr von der Box haltet, ob ihr das cool fandet, was heute drin ist, über was ihr euch gefreut hättet, was ihr ein bisschen blöd findet. Haut das gerne in die Kommentare. Würde mich freuen, wenn wir uns da ein bisschen kurz schließen könnten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr auch gerne einen Daumen in nördlicher Richtung dalassen. Falls ihr kein Video mehr verpassen wollt, rund um das Thema Gaming oder jetzt momentan halt eben auch dieses Loot Chest Opening, dann könnt ihr den Kanal gerne abonnieren, die Glocke aktivieren. Ich danke euch allen für euren Mega-Support und bis zum nächsten Mal.